75 Jahre Kriegsende. Was für ein bewegender Tag, was für ein besonderer Tag. Ich könnte viel aus der privaten Familiengeschichte erzählen, wie mein Großvater noch kurz vor dem 8. Mai erschossen worden ist und die Großmutter wohl trotzdem noch das als Tag der Befreiung deklarierte für sich. Ich möchte aber als Pfarrer sprechen, als Citykirchenpfarrer, daran erinnern, dass wir in den Kirchen einen Großteil der Leute hatten, die Mitläufer waren, viel zu viele Nazis und viel zu wenig Widerstandskämpfer. Ehre ihrem Andenken. Die Kirchen haben das ja erkannt, in Teilen, nach 1945 und haben gesagt, nach dem Tag der Befreiung müssen wir darauf reagieren. Mit dem Stuttgarter Schuldbekenntnis, in dem es heißt, wir klagen uns, die Kirche, an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Große Worte, pathetische Worte und trotzdem Worte, die mich bis heute umtreiben, sodass ich mit diesem Tag der Befreiung zugleich verbinde diese Fragen. Was heißt es für mich heute? Wo müsste ich heute noch mutiger bekennen gegen Tendenzen des Rassismus, des Antisemitismus, was wir haben heutzutage? Und wo müsste ich noch brennender lieben gegenüber den Leuten, mit denen ich direkt zusammenlebe und gegenüber den Leuten, die auf dieser Welt unterwegs sind mit mir zusammen, jetzt im globalen Süden in ganz anderer Weise von Armut, teils vom Verhungern bedroht sind aufgrund der Corona-Krise. Ob der 8. Mai ein Tag für ganz Deutschland als Feiertag werden soll, das ist mir relativ egal. Wichtig ist, es war ein Tag der Befreiung. Es bleibt ein Tag bohrender Fragen für mich und vielleicht auch für Sie. Denken Sie mit mir darüber nach, was könnte es heißen, dass wir heute mutiger bekennen und wo müssten wir brennender leben. Vielleicht haben Sie Ideen. Ich freue mich, davon zu hören.